bla, das Wiegelager, was den wir gerade getötet haben. Was soll das heißen, Brauwin? Willst du damit etwas? Ich habe Dringendes zu erledigen. Okay, mit dem Vorarbeiter können wir nicht reden. Aber der Typ da sieht interessant aus. Wer seid ihr denn? Ihr seid mir vorhin gar nicht aufgefallen, als wir an Land gegangen sind. Hm? Du, dort, Matrose. Gehörst du zu diesem Schiff? Ich muss mit dir reden. Erst einmal redet er komisch. Und zweitens bin ich kein Matrose. Ja, genau. Ich bin zwar kein Matrose, aber kann ich dennoch hervorgehen? Nun gut. Ich suche nach einer Reisemöglichkeit. Das Schiff, mit dem ich ursprünglich fahren wollte, wurde offenbar aufgehalten. Okay. Was ist denn hier los? Macht der Bursche Ärger? Nein, Jalik, der edle Herr hier wünscht nur eine Überfahrt auf unserem schönen Schiff. Aha. Wohin soll's denn gehen? Mit Verlaub, mein Name ist Enno von Falkenhagen. Ich war auf dem Weg zum Jagdgut Falkenhag, um meine Aufgaben als dessen Vogt wahrzunehmen. Leider. Also du klingst richtig gelangweilt. Ja, also auf jeden Fall der Typ als Vogt. Verstehe. Wenn ihr uns einen klitzekleinen Moment entschuldigen wollt, ja? Gut. Jalik, was habt ihr denn? Stimmt etwas? Oh, im Gegenteil. Ich kenne dieses Gut. Gehört zu einem stinkreichen Adligen. Wenn er der Verwalter ist, ist er alles andere als arm. Bestimmt lässt er sich für eine Überfahrt einiges abknüpfen. Mhm. Abknüpfen, so, dann lasst ihr besser mich fahren. Gibt es Schwierigkeiten? Ach, ich wusste, es würde Schwierigkeiten geben. Es gibt immer Schwierigkeiten. Ach, wie ich diese Verwalterei hasse. Okay, jetzt kommt er mir nicht mehr vor wie ein gelangweilter Typ, sondern wie ein mittelalterlicher Goff. Aber gut. Lassen wir mal Quano falschen. Ihr irrt euch, solange wir uns über den Preis einigen können, ist eure Passage gesichert. Hört zu. Egal was es... Ach, keine Schwierigkeiten? Ich bin überrascht. Nun ja, da ich dringend dorthin muss, biete ich euch 20 Dukaten. Okay, das ist... Sehr großzügig von euch. Ihr habt die Passage. Ja, aber... Würdet ihr dann die Güte besitzen, meine Sachen auf das Schiff zu verladen? Es sind nur diese wenigen Kisten dort hinter mir. Okay. Jetzt können wir uns an Jalik rächen, dass er uns ins Wort gefallen ist. Also, selbstredend, Herr Vardok, das macht man trotzdem Jalik doch gerne. Na fein, dann wäre auch das geklärt. Gebt euch keine Mühe, vorsichtig zu sein. So grobschlächtig wie der Fuhrmann beim Abladen war, ist ohnehin schon alles zu Bruch gegangen. Okay, der Typ ist richtig deprimiert. Aber gut. Jetzt haben wir noch andere Leute. Wir können ja noch mal mit... Jetzt können wir ja noch mal mit den Händlern hier reden. Der Krämer hier hatte damals interessante... ja, eigentlich haben wir ja schon alles. Der Müller erwartet eine Lieferung von mir. Würdet ihr sie ihm wohl vorbeibringen? Die Mühle liegt südlich von Nadoret. Mal sehen, ob ich zufällig bei ihm vorbeikomme. Kann ich euch vielleicht sonst behilflich sein? Okay, wir haben jetzt ein Paket für den Müller. Gibt es noch andere Botenaufgänge von Aufträge von ihm? Das erste Mal mussten wir ja zu der Taverne außerhalb, zu der wir nachher nochmal müssen. Naja, eigentlich neu in der Stadt sind wir nicht, aber vielleicht können wir noch andere Fragen stellen. Eigentlich brauchen wir nichts fragen. Das einzig Neue, was ich hier sehe, ist Emmeran, aber über den wissen wir ja genug. Hört, hört!
Und die Schwester hier. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Mein erweitertes Sortiment. Die kann uns nur Heilkunde-Gift beibringen und uns was verkaufen. Okay, dann wo gehen wir als nächstes hin? Da geht's wieder aus der Stadt raus zur Windmühle und zu den Nestern. Okay. Die Seefahrer da hinten unterhalten sich, Flussfahrer überhalten sich über die Torwalle. Hier ist der Stadtgardist. Und ja, ich mache das jetzt alles größtenteils zu Fuß, damit ich ja nichts auslasse. Gehen wir einmal im Uhrzeigersinn durch die Stadt durch und gucken, was wir sonst noch so finden. In den Untergrund sollten wir dann nämlich auch nochmal. Dort waren ja auch noch Leute, die mit uns zu Beginn nicht reden wollten. Vielleicht wollen sie ja jetzt mit uns. Ah, aber jetzt sind wir hier am Marktplatz. Neue Ware, allerhöchste Güte. Und jetzt will ich was von dir. Wollt ihr die neuen Rüstungen begut? Ja, genau. Und zwar, wir brauchen erst einmal Zeug verkaufen. Amazonensäbel, Silberring. Noch ein Amazon. Die Soldatenhandschuhe können weg. Hat Vorgrim noch was zum Verkaufen? Nö. Guano hat auch nicht mehr wirklich was. Und Feiris. Das ist eine alchemistische Zutat. Wolfsrattenschwänze können weg. Wolfsfohlen sind auch nur Geld wert. Wolfsfell. Das behalten wir mal, wenn wir wieder zu den Elfen kommen. Aber die Seidendrüsen. Und vor allem die die Kiefernzangen sind Zutaten. Die heben wir auf. Bärenzähne alchemistisch. Die hier können wir verkaufen. Wildschweinzähne sind auch keine Zutaten. Und Fellfetzen erst recht nicht. Fälle, die behalten wir mal. Die sind sogar Zutaten. Sumpfranzenzähne. Die können wir verkaufen. Und den Rest behalten wir mal. Also das erste, was wir brauchen, sind Handschuhe, die nur als Handschuhe ziehen, zählen. Also nur auf den Handschuhplatz gehören. Das ist das Erste, was ich gerne hätte. Wenn er denn welche hätte. Schnürstiefel, die wären ein guter Ersatz für beide im Augenblick ausgerüsteten Stiefel. Weil die machen nur 1-1 und die machen 3-3. Ja gut, die kaufen wir mal. Einen Helm brauche ich jetzt nicht unbedingt. Brauche ich was für die Schultern? Nein, da liegt schon der drauf. Meine tolle Rüstung. Ich könnte einen zwergischen Mantel. Aber nee, der macht Behinderung 3. Lieber nicht. Batita Lederwams, Lederbeinschienen. Wie viel Behinderung machen die? Die machen nicht viel Behinderung, also werden die auch mal gekauft. Der hat wirklich leider keine Handschuhe für mich. Das ist wiederum blöd. Aber machen wir mal Handel abschließen. Und legen die Beinschienen an. Die neuen Stiefel. Vorgrim hat Beinschienen. Quano könnte Beinschienen vertragen. Und Feiris auch. Mal sehen, was ihr noch so im Angebot habt. Das sagt der Richtige. Im Gegensatz zu dir. Okay, wattierte Beinschienen für Feiris. Das sind Armlinge.
die braucht man nicht unbedingt. Was hat, was trägt Quano denn an den Armen? Gar nichts, dann braucht er mal was für die Arme. Edle Handschuhe? Nein, soll er mal die hier nehmen. So. Was könnten wir... Feieres vielleicht... Irgendwas auf den Kopf noch setzen. Wattierte Kappe vielleicht. Nein, nicht unbedingt eine wattierte Kappe. Das ist etwas, was ich ein bisschen blöd finde an... Ja. Die Helme sehen so blöd aus und man kann sie leider nicht ausblenden. Ein Zwergenhelm. Ein Lederhelm. Nö. Also nee, für Fyrus hat er leider nichts für den Kopf. Wir haben wattierte Beinschienen. Gibt es noch irgendwelche anderen Beinschienen? Was trägt Fyrus eigentlich für eine Stoffhose? Eine verstärkte Lederhose wäre nicht schlecht für sie. Dann kaufen wir die auch mal. Ja. Gucken wir mal. Vorgrim trägt eine Arbeitshose. Was? Vorgrim trägt eine Arbeitshose. Stahlknie-Dinger. Naja, die sind relativ gut. Was ist mit denen hier? Die bringt 3-3. Okay, wir haben das Geld, also kriegt er die Kettenbeinlinge. Ja. Und Quano kann die Lederbeinschienen haben. Jetzt schließen wir den Handel mal ab. Also gut. Vorgrim. Kettenhose. Summiert das. Quano Handschuhe und Leder. Naja, eine Behinderung ist ja nicht. Jetzt so schlimm, oder? Sinkt nur das Ausweichen um 1. Defensiv sollen wir mal sein Ausweichen erhöhen. Das dürfte man, glaube ich, beim... Hauptmann lernen können, wenn er ja genügend Steigerungspunkte dann endlich hat. Aber gut, zurück zum Inventar. Vorgrim ist gerüstet, Fyrus noch. So. Die beiden Bücher können wir auch verkaufen. Interessieren keine Sau eigentlich. Das Ding kann man zu Vorgrim, bis wir es eingelagert haben. Das Paket für den Müller und den Ring, den können wir hier unten lagern. So. Reden wir noch mal mit dir. Und dann verkaufen wir dir mal das Kleidzeug hier. So. Waffen